Cut! Eins kann man Jana Kandaren nicht vorwerfen, dass sie hier nicht kämpft bis zum allerletzten Ballwechsel. Das, was man bei vielen, vielen deutschen Herren auch hier in Paris ein bisschen vermisst, zuweilen auch bei manchen Damen. Das lebt sie hier auf dem Platz Nummer 2, 2-6, 3-5. Im Grunde aussichtslos, aber sie kämpft um ihre klitzekleine Chance. Und dieses voraussichtlich letzte Spiel verläuft so wie die gesamte Partie. Sie hat ihre Möglichkeiten wie beim Ball zum 30:0 am Netz, vergibt danach einen schnellen Return. Und der beschert ihr noch einmal ein kleines Fünkchen Hoffnung. Erwartet gewinnt Rita Grande diese vom Papier her völlig ausgeglichene Partie gegen Jana Kanda, die von sich selbst sagt, dass sie das, was in den Zeitungen über sie steht, überhaupt nicht liest. Dann wird sie verpassen, dass morgen in den deutschen Zeitungen stehen wird, dass Wunder Kanda
ist in Paris schon wieder beendet. Trotzdem Kompliment, dass sie diese erste Runde gegen die Turniermitfavoritin Amélie Mauresmo überstanden hat. Heute hat es nicht gereicht. Die Gründe werden wir im Verlauf dieses Tages erfahren. Sie wirkte nicht fit, läuferisch nicht auf der Höhe Jana Kanda. Wer weiß, wie es ihr erging. Kompliment für Rita Grande, die steht in der dritten Runde, trifft dort entweder auf Nicole Pratt aus Australien oder Christine Torrens Valera aus Spanien. Dort steht es 4-4 im Moment im ersten Satz, also sie wird noch ein bisschen warten müssen. Und Jana Kanda wird dann doch wahrscheinlich am kommenden Sonntag im Stuttgarter Weißenhof zu bewundern sein. In der Bundesliga-Partie gegen Blau-Weiß-Neu-Ulm.